Vogelstimmen lernen Schritt für Schritt. Heute widmen wir uns einmal dem Ruf des Mäusebussards, unserem häufigsten heimischen Greifvogel. Starten wir damit und hören uns den Ruf gemeinsam genauer an. Der Mäusebussard ist nicht nur unser häufigster heimischer Greifvogel, sondern er ist auch einer der ruffreudigsten. Sein Ruf ist sehr laut und wird sehr häufig vorgetragen, sowohl im Sitzen als auch im Flug. Er hört sich miauend an, ist etwas abfallend und wird regelmäßig wiederholt. Kommen wir zur Eselsbrücke, und der Mäusebussard ist unser häufigster heimischer Greifvogel und unser häufigstes Haustier ist die Katze. Naja, irgendwie keine gute Eselsbrücke, aber ich finde, bei diesem Ruf braucht man auch nicht unbedingt eine Eselsbrücke. Falls ihr doch eine habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Kommen wir nun zu den Verwechslungsarten, und da muss man auf jeden Fall den Eichelhäher nennen. Der Eichelhäher hat eigentlich einen sehr rätschenden Ruf, der überhaupt nicht verwechselbar ist. Er kann aber auch den Ruf des Mäusebussards sehr gut nachmachen, beziehungsweise hat einen eigenen Ruf, der sehr, sehr ähnlich klingt. Da muss man vor allem auf den Kontext achten. Mäusebussarde rufen meistens irgendwie aus der Luft, dann sieht man sie auch ganz gut, während der Eichelhäher gerne irgendwo im Wald sitzt und dann diesen Ruf äußert. Sprich, wenn man einen miauenden Ruf irgendwo hört, sollte man mal schauen, kann man denn irgendwo einen Mäusebussard erblicken. Das macht es dann auf jeden Fall deutlich sicherer. Kommen wir nun noch zu Lebensraum und Jahreszeit. Wann und wo kann man denn Mäusebussarde bei uns beobachten? Grundsätzlich kommen Mäusebussarde ganzjährig in Deutschland vor und sind sehr vielseitig, was ihren Lebensraum anbelangt. So brüten sie zum Beispiel in Feldgehölzen und vor allem in Wäldern. Zur Nahrungssuche sind sie allerdings überall unterwegs, im Offenland, im Wald, in der Agrarlandschaft, auf Obstwiesen. Häufig sind sie als Ansitzjäger irgendwo zu sehen, wenn sie irgendwo rumsitzen oder eben kreisend in der Luft. Teilweise auch zu Fuß bei der Jagd nach Regenwürmer, also Mäusebussarde sind da sehr, sehr anpassungsfähig. Ihr Ruf ist dabei immer mal wieder zu hören, vor allem während der Brutzeit, grundsätzlich aber ganzjährig. Ich hoffe, damit kannst du nun den Mäusebussard akustisch gut bestimmen. Am besten gehst du jetzt direkt mal raus und suchst dir einen Mäusebussard, hörst ihn dir an, um diesen Ruf richtig schön zu verinnerlichen. Falls das aus irgendwelchen Gründen nicht gehen sollte, schau doch mal bitte in der Videobeschreibung vorbei. Dort findest du einen Link zum Newsletter. Melde dich dort an, um nichts mehr zu verpassen. Dort findest du zahlreiche hilfreiche Hinweise, aktuelle Termine, seien es irgendwelche neuen Veröffentlichungen oder Exkursionstermine, Neuerscheinungen, Rabatte und vieles, vieles mehr. Der Link ist in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Ansonsten findest du hier zwei Videos, einmal ein Steckbrief zum Mäusebussard und ein weiteres Vogelstimmenvideo. Ich danke dir fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.